oder mir zumindest nicht ganz klar in der Hinsicht, kann ich einen Gerichtsbeschluss bekommen? Für Deborah Finch. Können wir eine Vorladung für ein Verhör mit Deborah Finch haben? Bob's harassment gives Deborah a murder motive. And she owns that singed poncho that matches the video footage. All right, let's bring her in and hear her story. Gut. We'll start with the dead cabbie, who was your spurned high school prom date. A known gay basher who has lately made making your life miserable his hobby. Your singed poncho was found at the crime scene, likely worn by whoever gave Bob his Viking funeral. Skipping the step of him being dead first. How many times do I have to tell you? I haven't seen that poncho for a month, at least. I haven't the slightest idea how it got burned or wound up out in the fire temple. And Liz says the same. Dann, wo waren Sie Dienstagnacht zwischen 9 und 10 Uhr? Well, we had another fight. Sort of the aftershock following the big quake. If you've ever been in a relationship that had a bad bump, well, you'll understand. Anyway, Liz stormed out and was gone so long that I got worried. Got in my car and drove around for hours looking for her. Um wie viel Uhr hat Liz das Haus verlassen? Geez, I don't know. I mean, I was so upset, I'm not sure. Close to 6, I think. So you were out driving around? Yeah, I went everywhere. All the places we usually go, you know? I got home maybe midnight, and Liz came in about 10 minutes later. Gibt es Zeugen für die Zeit zwischen 9 und 10 Uhr? Really, I don't know. I hardly knew where I was at that point, and I sure don't remember now. Was genau ist zwischen Ihnen und Bob Kestner passiert, das ihn veranlasst hat, Sie zu belästigen? You already know our high school history. Add that to him being a bigot, full of hate, who came out of a hideous, dysfunctional family. What it comes down to? He couldn't handle me choosing a woman over him. So finally enough was enough. The phone call, harassment, the cab, constantly driving by, a stalker on wheels. You flagged him down, you got in the cab, you said you wanted to talk, only you were burning mad, enough to burn him out of your life. Permanently. All that turpentine around your place? Plus you know your way around fires, thanks to Liz. Bob wouldn't cooperate, so you lit a fire under him. Literally. I did not. He was a beast, a monster. But taking a life is not my way. It's not who I am. It's against everything I believe, foreign to every fiber of my being. Ich glaube ihr auch. That's all I have to say for now. Ich glaube, dass da noch Puzzleteile in diesem Rätsel fehlen. Ups, ich wollte jetzt gar nicht ins Labor, ich wollte nämlich eigentlich zu Jim. Ins Büro. Denn wir haben ja noch etwas, und zwar kann ich noch einmal mit, hä? He's on his way to interrogation now. Reden wir nochmal mit Ed? Da hatte ich jetzt eher nicht so dran gedacht. Dude, that's all you get now. Okay. Deine rehbraunen Augen können mich nicht mehr darüber hinwegtäuschen, dass du ein Verbrecher bist. Ach. So. I've said all I'm going to say for now. Okay. Unsere Verdächtigen wollen alle nicht reden. Und unsere Beweise im Grunde auch nicht. Aha. Darauf hätte ich ja mal früher kommen. Not the right tool for this. Holzoberflächen, hallo? Not the right tool for this. Das ist doch wohl eine Holzoberfläche. Ich bitte dich. Da hätte eigentlich jetzt das andere Werkzeug helfen müssen. Too bad it's only a partial print. Still, pardon the pun. We may get a match. Sieh mal einen an, ich wollte schon fast resigniert sagen, dass wir hier ein Päuschen machen, aber so schnell dann doch nicht. Oh, und von innen gab es ja auch was. Aha. So schnell kann es gehen, wenn man sich nochmal in Ruhe die Beweise anschaut. Ein Auflauf ins Labor. Und schauen wir mal, ich habe nämlich so eine Vermutung, dass womöglich die DNS hiervon mit davon übereinstimmt.
It matches, but you're matching an unknown against an unknown, so we really don't know anything. Always try to match known samples. Junge, wir wissen, dass die Hautschuppe am Tatort an einer Jeans mit dem Abstrich von Kondominneren übereinstimmt. Sprich, mit demjenigen, mit dem Liz Sex hatte. Wir müssten jetzt eigentlich nur zu Liz gehen und sagen, hey, mit wem hattest du Sex? Dann wäre die CSI-Folge jetzt schon zu Ende. Aber nein, das Spiel, was an dieser Stelle ein logischer Handlungsverlauf wäre, erlaubt mir diesen logischen Handlungsverlauf nicht, weswegen wir natürlich nicht den Fall lösen. Nein, wir müssen umständlich jetzt noch 20 andere Beweise entdecken. Das ist echt absurd. Also echt absurd. Tut mir leid, aber. Good job, partner. What's cooking? Hey, Gris. Cooking up a storm in here. My partner just confirmed the match matches our current holding cell celebrity, Ed. So there's evidence of Ed Danville both inside and outside of the cab. Coincidence? Could be. I've seen stranger things happen. And we've got a few other leads. So what exactly did Ed light up with that match? We'll find out. First of all, we'll see if he smokes. And I don't even care what. Later, Chris. Wie gesagt, also umständlicher hätte man das nicht machen können. Eigentlich, das ist spieltechnisch, wäre es viel cooler gewesen, wenn sie hier einfach gesagt hätten, hey, wir gehen zu Liz und fragen sie, mit wem sie ne, da im Hinterstübchen was hatte und finden auf die Weise den Täter. Aber nein, wir brauchen einen Beweis, wo die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Beweis in dieser Form existiert, also sprich ein Streichholz, den Stiel, ein Feuer überlebt, ist, ganz ehrlich, überleg doch mal, wir zünden ein Streichholz an, dieser Typ ist vollgetränkt mit Terpentin, wir schmeißen das Streichholz auf ihn, um ihn anzuzünden, dieses Streichholz müsste komplett verbrennen, generell hätte das Auto wahrscheinlich auch weitestgehend Feuer fangen und viel beschädigter sein müssen als das, was es da war, insofern ist das eigentlich so ein bisschen aus logischer Sicht des Spiels oder also aus Spiellogik alles in Ordnung, aber aus Logik des Prozesses, wie der Fall abgelaufen ist, viel zu unlogisch. Viel zu unlogisch. Ich will keinen, obwohl doch, ich will einen Verdächtigen sprechen. Ich will Ed Danville sprechen. He's on his way to interrogation now. Und fragen, wie es da mit dem Streichholz, was es damit auf sich hat. Wann und warum waren sie in Bob Kastners Taxi? Who and where? Slow down, my brother. Dein Blick hilft dir echt gar nicht mehr weiter. Ich bin komplett resistent inzwischen. Vor diesem Hundeblick. Diesem süßen Hundeblick. Oh, der Taxifahrer, der letzte Nacht verbrannt wurde. Take a step back before you go blaming that on me. I took a cab a couple of days ago, Saturday, I think. But I didn't ask the guy his name. Maybe it's your guy, maybe it ain't. We found a used match with your print on it in the cab. So maybe it is the cabbie who got burned. But so what? I smoke him when I got him. But what's that mean in the great scheme? Was macht ein obdachloser Landstreicher in einem Taxi? Now that is harsh. I do odd jobs for cash. I can afford the occasional ride. Anyway, those lesbos, pardon my French, they were climbing all over each other. And not in a good way. Liz, she was all pissed off at Deb for God knows what and raving on about needing a cleansing. Next thing, Liz is lighting some pagan ritual fire that got way the hell out of hand and damn near burned the neighbor's fence down. Anyway, I tried to help put the thing out, and for my trouble, got Liz climbing all over my ass, also not in a good way. She said, get out, get the hell out of here, all freaked out, and man, I got... This cab was on the corner and I just grabbed it and told the cabbie stop at the nearest bar. Welche Bar? The Random Room, it's called. Welche Uhrzeit war das? Oh, round 4, maybe 5. Closer to 5, I think. Wie haben Sie sich die Augenbrauen versenkt? When do you think? When Miss Pyromaniac 1999's fire got out of control. Brand is brutal, man. She is out there.
Ach, das soll eine versenkte Augenbraue sein. Dürfen wir ein paar Haare von Ihnen haben? I can spare a few for the cause. Hey, like I said, you don't have to have a 9-to-5 to be a good citizen. But if you find burn patches, remember, I was playing Citizen's Fire Brigade for that hot Les. Gut, jetzt haben wir DNA. Haben Sie noch etwas hinzuzufügen? No, that's everything. So, when do I check out of that holding cell and get back to my windmill, my brother? We'll get back to you. So, ich glaube, unter 8 Folgen, ich habe ja so ein bisschen die Uhr auf dem Blick, unter 8 Folgen werden wir tatsächlich diesen Fall nicht lösen. Ich versuche ja immer alles so kurz wie möglich zu halten, aber hier gibt es echt so viele Sachen, wo man immer wieder da und dort und hier rüber und so. Eieiei. Dabei könnte man es sich auch einfacher machen. Wie gesagt, da bin ich ja auf der... Da bin ich ja mit einer ganz klaren Aussage hinter, dass das auch längst hätte schneller funktionieren können. This puts Ed at the crime scene. Of course, he already told us he was there distributing flyers. Mhm. Und was ist hiermit? Well, Ed was definitely one of the two to tango. Hey, Gris, check this out. Looks like Liz and Ed generated some heat in the old fire temple. The fire goddess consummated with Mr. Free as the wind? An elemental attraction, so the evidence says. Wonder who initiated it. Well, wouldn't you say that air stokes fire, Nick? Yeah, I get it. Let's go, partner. Ach, dieses gekünstelt gespielte Lachen. Gut, wir haben eine Vorladung für Liz. Nutzen wir natürlich auch. Da fragen wir mal nach. Und ich hoffe, dass wir dann endlich einen Durchsuchungsbefehl für die eine Geschichte da kriegen. Kann ich einen Gerichtsbeschluss bekommen? Liz Sunderland? Können wir eine Vorladung für Liz Sunderland bekommen? So Liz plays with fire, huh? Bring her in and apply a little heat. Let her feel the burn. You have a record of fire-related misdemeanors and are currently building something called a fire temple. Plus your fingerprint and turpentine were found at the scene of a murder by immolation. Combustible stuff. Liz? Oh, ihr und eure Sprüche. Explosives Zeug und davor das in seinem Büro, was ich schon wieder vergessen habe. Meine Güte, Leute, ich liebe euch dafür. Und was für ein Ausschnitt, ehrlich, dass ihr die Dinger nicht rausplumpsen. Wir glauben, dass sie Bob Kestner getötet haben. For you, this is all about science, right? Reading the evidence. But you need to look through my artist's eyes to understand that I couldn't have done this. To me, fire is cleansing, a ritual of rebirth, phoenix from ashes. Would I waste something so precious on a sack of human excrement like Bob? Oh, I don't know. Sacks of human excrement rate high on my list of things needing cleansing. You knew Bob was a gay basher and was harassing Deborah. You were taking steps to protect your lover. You hailed Bob's cab for a ride. After a while, had him pull over, doused him with turpentine, and did a little cleansing on him. No. I confronted him about his harassment, yes, but he's the one who got violent. He threw me out of his cab. Must have been drunk out of his mind. Guys, get serious. We're artists. Gentle people. We don't destroy. We create. Yeah, right. With fire. Weil Feuer auch dafür so bekannt ist, dass es Dinge erschafft. Ups, oh Mann, ich mein Wegklick-Syndrom. Ich muss sagen, wie gesagt, mir gefallen die Charakter-Sachen schon, aber die CSI-Spiele sind echt nicht unbedingt für ihr logisches oder für ihre logischen Aspekte bekannt. Wie gesagt, so wie der Fall aufgebaut ist, das hätte man schon ein bisschen anders machen müssen, weil jeder mit gesundem Menschenverstand sagt sich, wieso so kompliziert? Das hätte man auch ein bisschen vernünftiger aufziehen können. Und auch hier dieses Ding, das ist auch so schön es vielleicht aussieht, so aufreizend sie oder so freakig und punkig und oh, modern sie auch wirken soll damit. Leute, was soll das? Um wie viel Uhr hat Bob sie aus seinem Taxi geschmissen? Didn't I say 6? No, wait. We drove for a while. Maybe closer to 6:30?